ein 4-4. King Size Berlin gegen die Fördegeier war ein 3-2. Showdown Mohawks. Mohawks haben gewonnen mit 3-2. Und jetzt geht das erstmal los. Spielfeld breit gemacht von den Ballistics. Ist aber auch schon ein G1. Bei den Kansas Killzone Jungs ist schon einer im W. Five Alive, Doppelcenter, die beiden Tempel besetzt. Ballistics Göttingen hat die Snake Corner besetzt. Und beide Mayas jetzt. Hallo. Wird sich jetzt gerade nicht so besonders viel bewegt. G2 bei den Ballistics. Jetzt sind die Kansas Killzone Jungs in die Mayas gegangen. Jetzt ins Mini-W bei der Burrito-Seite. Snake 1 wurde jetzt besetzt. Der B-Spieler läuft vor, hat noch den Mini-W-Spieler. Jetzt gibt's einen Taul. Ich brauch mal was. Ja, ich bin auch fertig. Taul. Das ist der Punkt für Kansas. So, ich bin auch fertig. Cool. Kansas hat jetzt gerade den Punkt gemacht. Haben sie gut gemacht. So, jetzt kommt Mad Dogs Berlin von links und Hannover Redemption von rechts. Mad Dogs. Fair, Mad Dogs und? Hannover Redemption. Mad Dogs laufen ins Mini-B bei der Snake. Nein, in die Corner, Leute. Das sah am Anfang nicht so aus. Five Alive, alle angekommen. Hannover, jetzt einer raus. G1 bei den Mad Dogs. Ja. G1 bei Hannover Redemption. Snake 1 ist geladen bei den Mad Dogs. Von den Mad Dogs. Zwei Leute schießen. Oh, G1 bei den Mad Dogs. Ja, zwei Leute schießen Snake. Von Maya auf der. Jetzt ist der Maya-Spieler auf der Dorito-Seite. In Dorito 1. Der Maya sofort nachgesetzt von Hannover. Beide Maya ist jetzt geladen. G2 bei den Mad Dogs. G2 bei den Mad Dogs. Snake 1 geladen. Auf beiden Seiten. Ist nur noch Snake 1 und der Center bei den Mad Dogs übrig. Ja, da steht Hannover Redemption ein bisschen besser da. Mit drei Leuten, oder? Ja. Nee, mit vier sogar noch. Dorito 1 ist auch geladen. Also 4 gegen 2 jetzt. Dafür halten wir es aber noch relativ ganz gut. Ne? Ja, aber Hannover bewegt sich jetzt auch gerade nicht nach vorne. Schießen jetzt so ein bisschen auf den Center. Jetzt hat der Snake-Spieler, hat er jetzt einen abgekriegt? Ja, auf den Hopper. Der letzte verbliebene ist da auch aufgeschossen worden. Jetzt als ein Taul. Hannover. Da freut sich aber jemand. 1-0 für Hannover. Redemption. Redaption. So, Ballistics Göttingen 2 starten jetzt von links. Kansas Killzone Hemmoor von rechts. Kansas hat ja gegen die Mad Dogs vorhin auch gegen die abgeräumt. So, links die Ballistics Göttingen. Ballistics. Beide Corners geladen. Kansas macht sehr breit am Anfang, ja, beide sind auch, geladen. Sind auch alle angekommen. Und bei den Ballistics aber auch. Bei und jetzt wird eine gecheckt. Auch. Jetzt wird eine gecheckt. Und er ist clean. Oder? Ja, eine ist aus. Ist aus. G2. Und G2 bei den Ballistics. Das war 1-for-1 bei den Ballistics. Nur noch die Snake-Seite geladen. Die Burrito-Seite komplett weggebrochen. Das wissen die. Jetzt zieht jetzt, der Center ja, gerade in den Tempel auf die Dorito-Seite. Das war clever, ja. Jetzt in den Maya. Das ist gut, dann wird wenigstens die Dorito-Seite wieder ein bisschen beobachtet. Snake 1 geladen bei den Ballistics. Ist auch angekommen. Will sich checken lassen. Ist aber clean. Dafür, dass die in der Unterzahl sind, gehen die eher nach vorne als. Ja, ist auch gut, dass der Center-Spieler verrückt ist. Das hat er gut gemacht, hat er gut gesehen. Gut gesehen.
Jetzt ist aber auch gerade der Center-Spieler von den Killzones verrückt. Ja, jetzt haben wir Snake 1 geladen auf beiden Seiten. Das ist nämlich Kansas Killzone auch drin, ne? Dorito-Seite 1 geladen von Killzone. Ja, und dann sind sie jetzt schon ziemlich weit vorne. Jetzt ist die Snake weggebrochen von Kansas Killzone. Jetzt kriegt der Snake 1 Feuer aus Maya Dorito-Seite von den Killzones. Jetzt schon wieder nicht mehr, jetzt konzentriert Snake er sich 1 wieder. Rausgeflogen. Snake 1 ist raus. Okay. Ja, ja. Und jetzt hier Ballistics auch Snack 1 gerade rausgeflogen. Jetzt beide Mayas bei den Killzones geladen und Dorito 1. Ja, ist jetzt 2 gegen 3, ne? Ballistics 2. Kansas Killzone. Jetzt der letzte verbliebene Tempel und der auch gerade gekriegt. Und ist jetzt somit raus. Der Punkt geht an Killzone. Paul. Ja. Das ist wieder der Punkt für Kansas. 2-0 für Kansas Killzone. So, jetzt die nächste Begegnung. Mad Dogs. Rechts gegen Hannover Redemption. Yep. Links. Yep, 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 das ist korrekt. Ja, aber in dem Spiel eben waren wir vorhin, ne? Ja. Ja. Wie synchron wir sind, ne? Ja. Ich hab Hunger. Ich auch so ein bisschen. Das war jetzt aber ein bisschen knapp, aber gut. Oh! Ja, das machen, das habe ich jetzt heute schon oft gesehen, dass sie ziemlich weit vorne vor dem abspringen, klar. Vor dem Maya. Aber das war so ein bisschen Auermädchen. Auermädchen. Ist Five Alive. So, das W ist geladen von den Mad Dogs. Das W ist geladen, beiden Seiten Five Alive und. Ja, die Hannover Redemption haben das Spielfeld bereit gemacht zur Dorito-Seite hin. Jetzt. Ja, ist er sauber rübergekommen. Schießt sich das so ein bisschen ein. Ja. Immer noch Five Alive. Ziemlich. Jetzt ist G1 bei den Mad Dogs. G1 bei den Mad Dogs. Mini B geladen auf der Snake-Seite von Hannover Redemption. Ja, aber der sieht das nicht, weil die Tonne anwesend sind. Der Center-Spieler kümmert sich aber um den. Der schießt den ins B rein. Er hat jetzt aber auch schon seine 2 Pöppel weg, also der hat gleich nichts mehr. Mad Dogs sind gar nicht aufgestellt auf der Snake-Seite, gar nicht. Nee, der ist weggeflogen vorhin. Aber die auch bei den Hannover Redemption kümmern sich 3 jetzt rein um die Dorito-Seite. Oh, oh. Jetzt ist auch noch One for One bei den Mad Dogs. Ja. Jetzt befindet sich nur noch Taul. Hannover Redemption somit 2-0 gegen Mad Dogs. Jetzt nicht mal machen. Das hätte man noch laufen lassen können, aber. Naja. Und jetzt waren ja noch 2 alive. Ja, aber die wollen keine Zeit verstreichen lassen, weil das kann ich auch verstehen. Du kannst gar nichts verstehen. Ja, natürlich kann ich das verstehen. Ich kann das voll gut verstehen. Ja. Wen haben wir denn da? Kansas Killzone? Das wird nichts mehr. Er muss nur einmal an der Base anschlagen, das hat er gemacht. Hat er einen Knockout-Treffer gekriegt, oder? Ja, das gibt ein One-for-One, das habe ich von hier gesehen. Ja. Und ein One-for-One, der Center wurde gerade aufgelöst, das ist ein letzter Verbliebener. G3. Nee. Two Alive bei den Kansas Killzone. Ja. Two Alive. Bei den Ballistics. Wie viele bei den Ballistics? Five alive bei den Ballistics. Oder? Warte mal. Eins. Ist noch. Und jetzt der letzte verbliebene Maya. Ja. Dorito-Seite bei den Kansas Killzone. Also ich glaube Ballistics sind vor 4 Live. Der kriegt gleich schön aus dem W. Das W läuft jetzt durch, aber er ist auch raus. Aber er ist auch raus. Und das wurde der von seinem eigenen abgeschossen, leider. Oder? Da holt sich Ballistics einen Punkt zurück. Ja, das war ärgerlich, das One for One. Ja, aber dann hat er richtig schön auf den Hopper gekriegt. Ja, das und, war gut zu sehen. Von uns aus. Ne? Ja. 2 Kansas, 1 Ballistic. Mad Dogs müssen jetzt noch ein bisschen Gas geben, damit sie dann sich auch mal wieder die Punkte zurückholen. Gegen Hannover Redemption auf der rechten Seite.
Das war jetzt aber echt witzig, ne? Dass der so lange gebraucht hat, dann hat er seine Laufsocken noch verloren. Das ist natürlich ärgerlich und das bringt auch ziemlich viel Unruhe dann rein. Es ist immer blöd, wenn sowas passiert. Das sah gut aus. Er ist mit der Maske über den Boden gegangen. Dann haben wir G1 bei Hannover. G1 bei Mad Dogs. Hä? Was war das jetzt? Tiki, was los? Paul? Tiki! Was war das denn jetzt gerade? Die Öffnung ist links. Das ist ja komisch. Was? Jetzt irgendwie ja, erzählen wir gleich. Erzählen wir gleich nochmal. Dass wir das Spiel, dass wir verwirrt waren. Ja. Also erstmal hat Redemption das gemacht. Ja, das liegt daran, dass ein Towel schon geworfen wurde, ja. Das müssen wir dann gleich nochmal klären. Das ist, aber das hat uns der Livestream jetzt nicht mehr gekriegt. Nein, das also, ist genau, wir waren jetzt selber gerade etwas verwirrt. Ihr wisst jetzt, ihr habt zwar gesehen, was da auf dem Feld passiert, aber wir konnten das jetzt nicht so. Es wurde zwischenzeitlich im Laufe des Spiels, da waren aber eigentlich noch alle fast alive. Passern die jetzt oder nicht? Natürlich. Es waren aber eigentlich noch fast alle alive. Ja, es waren 4-4, ja. 4-4 stand. Das Spiel läuft. Das war ein bisschen, komisch. Weil es waren dann alle verwirrt. Aber did you send somebody out because tower? Aber die haben alle weitergespielt. Good, same for me. From my side. Yes. Yeah. Gut, das wird jetzt gerade geklärt. Ja. Ich würde sagen 5:35, weil die haben es schon war ein Punkt Redemption! Punkt Redemption. Piepen zu hören, zwischenzeitlich. Ja. Da war das Spiel aber noch voll im Gang und das war fragwürdig, nicht ganz zu unterscheiden, vom, auch vom Head-Ref nicht, ob ein Towel geworfen wurde oder nicht. Ja. Wir haben das Spiel, oder er hat das Spiel weiterlaufen lassen. Das war ja auch richtig so, das war 4-4, das ist ja Quatsch, dass da einer Towel und war ich der Meinung. Ja, wir stoppen die Zeit aber nicht. Ich weiß aber nicht, wo klar. Das halt herkommt, ob das jetzt ein Fehler in der Technik war oder am Menschen. Das muss man dann jetzt nochmal klären. Auf jeden Fall hat Hannover Redemption den Punkt gekriegt. Das heißt 3-0. Ja. So, Kansas Ballistics steht es jetzt 2-1 für Kansas. Otek! Ist noch nicht sicher, soll ich. Das wird jetzt hier nochmal geklärt. Was da eben los war. Was da eben los war, ja. Und, das Tor wurde nicht irgendwie richtig wahrgenommen. Ob das jetzt wirklich so sein sollte, kann natürlich auch sein, dass wir völlig daneben liegen. Das aber wir waren halt gerade verwirrt, deswegen haben wir nichts gesagt. Verwirrt. Man möge uns verzeihen. Ihr dürft auch gerne was in den ich kann den nur nicht abrufen. Warum nicht? Also ihr könnt ja trotzdem da reinschreiben in den Chat. Auch wenn wir es nicht sehen können. Ihr dürft es trotzdem, vielleicht können wir es ja irgendwann sehen. Ja, und... Ich kann die Seite ja sonst einfach nochmal... Ja, laden wir die Seite nochmal neu. Und ich sag, ihr unterstützt... Paintball.tv. Paintball.tv.net. Genau, geht mal auf die Homepage-Seite. Und dann... Die Patreon-Seite von Paintball TV. Die sind nämlich auf Spenden angewiesen. Ja, damit sie weitermachen können. Das kostet nun mal alles Geld. Ja. Und sie machen das in eigener Regie. Und die machen das verdammt gut. Hab ich und zwar, machen das super. Kann ich nicht oft genug sagen, die Jungs sind hochmotiviert. Ja, ich finde das klasse. Die haben uns super ausgestattet. Die haben eine super Ausrüstung. Und sie haben sich auch schon wieder gesteigert seit dem letzten Jahr mit ihrer Ausrüstung. Das darf man auch nicht vergessen. Also sie arbeiten ja auch immer. Was dazu. Genau, sie arbeiten immer daran, dass sie sich. Wir möchten ja, dass das weiterhin so bleibt, dass die Spiele übertragen werden. Ja. Das geht aber nur, wenn man. Das kommt euch ja auch zugute. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Aber es kostet halt alles so sein Geld. Ja, und dann könnt ihr uns auch hier mal in Burg besuchen. Auf unserer tollen Anlage. Hier in Burg. Maschen. Ja. Größte Anlage. Das Problem ist, er sagt. Bitte, das darf man nicht vergessen. Ich sag dir, hier kann man immer lecker grillen. Grill ist immer da. Mittlerweile richtig geiler, großer Grill. Grill ist immer da. Grill ist immer da. Vorsicht, das Ding, das fällt gleich runter. Okay. Kiki. Das Ding fällt dann. Das ist fast von da gefallen. Aber es hat sich wieder von automatisch hingestellt. Von automatisch. Es windet ein wenig. Es windet, ja. So, was haben wir jetzt?
haben wir da stehen Kansas. Killzone gegen die Ballistics. 10 Sekunden sind eingeläutet. So, Kansas 2, Ballistics 1. Ich wollte gerade 0 sagen, das stimmt ja nicht. Ballistics 0? Dreifach Center bei den Killzones, ich raste aus. Dreifach Center gespielt. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Weil die. Es wurde aufgelöst. Weil die spielen jetzt nur noch Doppelcenter, der ist direkt ins Weg gegangen. Ich glaube, das war aber eher weniger Absprache. Das war weniger Absprache, weil ich denke mal, die haben gesehen, G2 bei den Ballistics. Ja, die Ballistics haben nämlich auch am Start verzögert. Und ich glaube, da blieb ihm nichts anderes über als einmal Dreifach-Center. Jetzt haben wir einen G1 bei den Killzone. Ja, Killzone in den beiden Myers. Tempel, du Snackseite und im W. Der Center geladen bei den Ballistics, schießt jetzt Dorito-Seite. Das Mini-W auf der Dorito-Seite schießt auf den Snake. Snake 1 geladen von den Kansas-Jungs. Er schießt cross rüber aufs Mini-W. Ja. Da ist ein Hopper-Tropper. G3 ist das bei Ballistics, oder? Ja. G3 Dorito 1 geladen bei den Ballistics. Da hat der Ref einen am Hals gekriegt, das tat weh. Das war's. Da holt Kansas sich den Punkt wieder, den sie eben abgegeben haben. 3 Alive? 4 sogar. 4 Alive bei den Killzones. Nicht schlecht. Sons. Killzones, Sons. Das macht dann 3. Ja, Hauptschule, 1. Würde ich sagen, ne? Ja. So, jetzt. Das ist ja voll Kansas. Das ist ja voll Kansas, Killzone. Schön. Oh, die Sonne. Herrlich, ne? So, jetzt müssen die Mad Dogs echt nochmal Gas geben, weil die haben 0. Es steht und Hannover Redemption, ja, die müssen das geben. Den Punkt müssen sie sich jetzt holen, ansonsten war es das mit der Runde. Das wäre schade. Wir haben noch 6 Minuten 59 zu spielen, also 7 Minuten noch. Oh. Was macht er da? Aber warum nicht überhaupt? Ja, das kannst du ihn da mal gegen Fragen gehen. Gegen Fragen gehen. Hannover Redemption. Five Alive. G1 bei Hannover. Die müssten das jetzt eigentlich nur ganz sicher spielen. Snake 1 geladen bei Hannover Redemption. Dorito 1 geladen bei den Mad Dogs. Jetzt wird die Snake gecheckt. Das hat der Ref gut gemacht, geiler Move. Ein Superman. Superman Ref. Da ist jetzt mal ein kleiner Case gesetzt. Das gibt ein. Oh, 3-for-1 oder was war das? Nee, das sah nach einem 2-for-1 aus. 2-for-1? Das sah nach einem 2-for-1 aus für Hannover Redemption. Jetzt haben sie den Punkt tatsächlich abgegeben. Ist denn da noch irgendwer? Ich glaube nicht. Ja, ja, hier ist Snake 1. Snake 1 ist noch geladen, aber das ging jetzt so schnell, dass die Mad Dogs das, glaube ich, gar nicht mitgeschnitten haben. Die haben das nicht mitgeschnitten, ne? Die schießen noch auf die Deckung, wo gar keiner mehr drin ist. Ja, die unterhalten sich auch ziemlich wenig. Die sind zu viert. Und bin schon jetzt weit und über da war ein Hopper-Treffer. Da hat er ihn. So, das ist der Punkt für Mad Dogs. Da haben sie gesagt, müssen sie Gas geben, haben sie das gemacht. Das würde mich jetzt noch interessieren, was das gerade für eine Strafe war. Ja, also ich meine, das war ein 2-for-1. Ich frag gleich nur. Krass. Ich meine, das war ein 2-for-1. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, aber doch. Bam, 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 hat ihn rausgenommen. Das werden die Info werden wir bestimmt gleich erhalten. 1-for-1 war das. 1-for-1 bei Redemption. Okay. Okay, dann war es war nur ein 1-for-1. Es war nur ein. Es sah aber so spektakulär. Es sah so aus, aber dann wurde da gerade dann einer. Dann wurden die anderen halt geschossen. Ja, in dem Moment. Bin ich ja komplett unnötig ausgerastet. Ist doch schön. So, was haben wir hier? Kansas links, Ballistics rechts. Die müssen auch Gas geben. Oh, die machen. Wieder Doppelcenter, aber gleich eine direkt am Break geflogen bei den Ballistics. Five alive bei den Killzones. Die Corner sind bei den Ballistics aber safe angekommen, aber bei, ja, bei den Kansas aber Jungs ja auch. Aber ja, nein, doch. G2 bei den Ballistics. Ja. Wird
aber gleich nachbesetzt, die Position. Das ist aber jetzt... Ja. G3 bei den Ballistics. Ja, das ist jetzt so. Nur noch die Corners bei den Ballistics besetzt. Ja, beide Corners. Und Five Alive, wenn ich das richtig sehe. Five Alive, ja. Five Alive bei Kansas Killzone. Wie viel Zeit haben sie denn noch? Wir haben noch drei, Rino 1 besetzt, das W ist besetzt bei der Seite des... Jetzt wird die Snake 1 geladen bei Kansas. Snake. Und das Snake Mini-B. 1 ist geladen, W ist geladen, Dorito 1 ist von Kansas geladen, also das wäre, glaube ich, sehr schwer. Das ist jetzt schwierig. Und jetzt ist auch noch Dorito Corner weggeflogen. Das wäre jetzt bei Ballistics. Zeit und für da Toll, ist ja auch schon das Foul. Wollte ich doch gerade mal sagen. So, dann haben wir 4-1. Ja, 4-1 für Kansas. Und... So. Warst du zu stark? Nee, ist weggeflogen. Warst du zu stark? Mad Dogs links, Hannover Redemption rechts. 3-1 für Hannover. Five Alive. Beide Seiten. G1 Hannover. Snake 1 wird geladen. Snake 1 gerade geladen. Doppelcenter bei den Mad Dogs. Maya ist gerade rausgeflogen. G1 Mad Dogs. G2 Redemption. Ja. Lassen die sich jetzt noch mehr Punkte wegnehmen. Jetzt wird die Corner geladen. Und Snake 1 von den Mad Dogs ist gerade rausgeflogen. Schade. Mad Dogs, Snake Corner, da ist der zweite Center, das ist natürlich übel. Das heißt, ich bin nur noch G3 bei den Mad Dogs. Ja. Und auch, einmal auch bei Snake Hannover. Corner Hannover und auch. Maya. Hannover auch G3. Also 2 gegen 2 jetzt, oder? Ja. 2 gegen 2. Snake 1. Snake 1 geladen. Snake 1 geladen. Da hält jetzt natürlich der Maya drauf von der Dorito-Seite. So, jetzt muss der Maya-Spieler auf der Dorito-Seite von den Mad Dogs, genau, der muss jetzt Dorito nach vorne. 1 geladen und Snake 1 geladen bei den Mad Dogs. Das war gut. Jetzt müssen was sie... Was geht hier ab? Ja, hier ist die Corner noch das geladen. Ist die Corner. Snake Corner ist geladen. Der schießt auf den Dorito 1. Jetzt ist er raus. Snake Corner ist raus. Snake Corner ist raus. Snake Corner ist raus. Wir haben jetzt nur noch letzter Verbliebener bei den Redemption. Mini-B, jetzt muss der einfach Mini-B durchlaufen. Jetzt läufst du da durch und dann... Jetzt ist es gerade schlecht. Jetzt müssen sie gucken, was sie machen. Soll ich da jetzt nicht unnötig rausschießen? Ui, da ist ein hübscher Sprung. Wurde er mitgenommen oder hat er es geschafft? Nee, ich glaube, der hat gar nicht geschossen. Okay, dann haben sich die Mad Dogs wieder noch einen Punkt zurückgeholt. Nicht schlecht. Wieder noch einen Punkt zurückgeholt. Beißen sich da durch. Ja, beißen mal, aber kein Wadenabi, Jungs. Die ersten drei haben sie abgegeben. Jetzt wollen sie es aber wieder. Wir freuen uns, dass sie zurückkommen. Schön. Was ist das Join? Was ist das Join? So. Kansas. Ballistics. Können Sie es? Können Sie es? Jetzt müssen die Ballistics aufpassen, weil wenn Kansas den Punkt macht, steht es 5-1, dann ist das Spiel vorbei. Denn und wir haben noch 3 Minuten 20. Ein Matchballspiel. Ein Matchballspiel, sozusagen. Und da ist der Hopper weggeflogen! Ui. Da ist der Hopper weggeflogen im Maya. Ist er da zu blöd aufgekommen? Ja, bei den Ballistics. Das ist jetzt doof. Das und der checkt jetzt natürlich das High-Cap. Ja, jetzt schießt er halt immer mit so einem... Kommt bei dem überhaupt was raus? Nee, der ist leer. Und was haben wir denn hier? Ich bin sehr verwirrt. Was ist denn bei Kansas los? Kansas... Und es wurde ein Bond vorbei gezogen bei den Ballistics. Aber und ist Kansas denn ist auch nicht da. Das ging einfach zu schnell. Es ist auf beiden Seiten so viel passiert. Ja, ich musste mir, das hat mir diesen, mit dem Hopper dann ja, da muss ich so lange angucken. Das Lustigste ist ja, wenn du die Oberschale des Hopper triffst, dann bist du raus. So, Kansas hat den Punkt abgegeben an die Ballistics. 4-2. Jo. 4-2 für Kansas. Das war
Schade, dass ich den Move nicht gesehen habe, wie das ich passiert gesehen. Ist. Und wie war, wie, warum? Ja, zu hart aufgehoben. Ne? Ich bin im Hopper gebremst quasi. Ja gut, dafür sind die Dinger nicht das, gemacht. Das kann ich aber auch ganz gut. Ja, ich bin da mehr so der Lauf im Boden versenker. Das ist mir auf der Mille passiert, zweimal. Da musste ich halt immer erstmal freischießen, den Rasen rausschießen. Das ist hier natürlich nicht möglich. Da muss man dann aufpassen. So, wir haben jetzt Mad Dogs links, nee, rechts. Und Hannover Redemption links. Gut. Nach Adam Riese. Da wurde auch einer getroffen, bin ich der Meinung. Check den mal. Der hat weitergeschossen. Der hat weitergeschossen. Okay. Aber clean. Er ist clean. Doppeltempel. Doppeltempel auf der Snake-Seite. Five Alive, oder? Ja. Nee. Five Alive auf beiden G1, Seiten, oder? G1 Mad Dog. Aber die Redemption ist ja noch da. Ja, da sind alle noch. Die sind auch ziemlich eng, ne? Beide Tempel, beide Mayas und der Sender. G2 bei den Mad Dogs. G2 bei den Mad Dogs. Corridor-Seite ist weggebrochen. Corridor-Seite ist komplett. Und ist komplett. Es guckt aber auch einfach keiner rüber. Es guckt keiner zu den. Jetzt Corridor 1 schon geladen von den Hannover Redemption. Jetzt der Center-Spieler hat doch gerade einen auf den Hopper gekriegt. Ja. Sag ich doch. G3. Oh. Was war das jetzt? 2 for 1? 1 for 1. 1 for 1? 1. Er hatte, ich denke mal, einen am Pick gehabt. Und ja. Ja, die haben Zeit. Paul, die Zeit wollen sich die Mad Dogs nicht nehmen lassen. Der Herr Holz hat Locken, glaube ich. Der hat einen Lockenkopf. Das ist unser Lockenkopf hier. So, Ballistics Götting 2 gegen Kansas Killzone. Kansas Killzone. Links. Ballistics rechts. Kansas 4. Guten Tag. Ballistics 2. Guten Tag. Ich grüße Sie. Warum ist denn das jetzt schon wieder so windig? Warum ist jetzt eigentlich schon wieder die Sonne weg? Im Strahl. So was kannst du doch nicht sagen, Hase. Doch. Kann ich. Ja, ich weiß, du hast es auch einfach gesagt. Ich strahle im Kotze. Guck mal, wir sind voll drauf. Er friert. Nee. Nee. Frier gar nicht. War. Oh, wir haben noch, ich weiß nicht, ist schön, warum zählt hier nichts? Wir haben. Achso, die haben die 2 Minuten noch nicht angesagt. Das ist ja schön. Ah. Die sind immer noch beim Punkt. Point approved. Das hat aber gedauert. Ja. Das war dann trotzdem der Punkt für Hannover. Dankeschön. Ja, wir sind ja jetzt hier schon wieder bei Kansas und Ballistics, ne? Du musst auch ein bisschen aufpassen, Mäuschen. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ja. Ich weiß. So, gucken wir mal, ob die Ballistics jetzt weiter so kämpfen. Ui, das ist schön. Doppelcenter bei den Kansas-Jungs. Und Five Alive. Five Alive bei den Ballistics, die Snake Warner belegt. Five da läuft jetzt einer ins Weg, er läuft durch. Ein Läufer. Nicht schlecht, aber er hat nur einen mitnehmen können. Also die quasi getradet, glaube ja. ich, oder? Na, ich glaube, der wurde aus dem Center geschossen. Also G1 auf beiden Seiten. G2 bei den Kansas. Genau im falschen Moment in die Line rauf. Ja. Ihr wisst ja, was gelaufen. So, immer noch die Snake Corner geladen. Und Snake 1. Und Snake 1 bei den Ballistics. Schön. Der dritte abgeflogen. Das hat er nicht schlecht gemacht. Jetzt haben wir nur noch den. Da ist Ballistic ja wiedergekommen. Und der vierte abgeflogen. Er ist alleine und der ist auch abgeflogen. Der Punkt ging an die Ballistics. Ja, schlecht. Die kämpfen. Sind sie gut zurückgekommen. 4-3, ne? Nee, das ist jetzt 3, ja 4-3, genau. Kansas 4, aber nee. Ich pass nicht auf. Nee, das ist so nicht. Okay. Wie viel Spielzeit haben wir denn noch? Wir haben noch 1 Minute 30. 1 Minute 30. Das wird jetzt spannend. Das wird spannend. Habe ich den Punkt jetzt schon eingetragen oder habe ich es nicht? Nee, habe ich nicht. Das ist jetzt 4-3. Hab ich doch gesagt. 4-3? Hab ich doch gesagt. Ja, komm mal, wenn du Ahnung hättest. Ich habe mich nicht an, ne?
Da passt. Ja. Was haben wir denn da noch für Spielzeit? Da haben wir noch 2,51. 1, 2, 3, 4. 4-2. Mad Dogs 2. Hannover Redemption 4. Das heißt, da müssen sie auch noch ein bisschen arbeiten. So, schauen wir mal, was die Mad Dogs so weiß. Die nochmal wieder zurückkommen. Er ist schon wieder mit der Macht zu kaufen gewesen von den Hannover Redemption. Reife live. Ist ja ein Zeichen, dass er tief runterkommt. Reife live, beide Seiten, das W ist geladen von den Mad Dogs. Ja, das, der wird jetzt aufpassen, dass aber sonst ziemlich schmal. Dorito 1 von Hannover Redemption. Das war gut, gut gemacht. Jetzt muss der W-Spieler nur auf den Dorito-Spieler ein bisschen aufpassen. Weil ich glaube, das hat er nicht mitgekriegt. Jetzt, spätestens jetzt hat er das gesehen, weil der Ref ihn schicken musste. Dann wird er jetzt draufbleiben, damit er nicht weiter vorkommt. Die sind auch schon ein bisschen gelblich weg. Ja. Wir haben jetzt nur noch zwei Leute, die auf die G1, oder? G1, ja, Redemption. Oder ja, ja. Jetzt ist das W raus. G1 auf beiden Seiten, G2 bei den Madlocks gerade. Aber es sieht so aus, wenn auch G2 bei ja, den Redemption so aus. G3 bei den Mad Dogs. Nur noch die den 4 Hopper. Und der ist auch raus. Okay, einer verbliebener noch im Center. Und nur noch 1 Minute 30. Also Hannover Redemption freut sich immer sehr, sehr. Sehr, sehr. Sehr, sehr. Die freuen sich sehr, sehr über jeden Punkt. Sehr, sehr. Ich meine, es sei ihnen ja auch gegönnt, ne? Was? Ja, dass sie sich freuen, dass sie sich so freuen können. Das ist total toll. Ich habe noch nie sowas Freudiges gefreut. 5-2 steht es jetzt für Hannover Redemption dann. Einen Punkt brauchen sie noch. So, jetzt haben wir ja Kansas. Das ist schwierig, das in der Zeit auszugleichen, glaube ich. Das ist schwer, ja. Kansas 4, Ballistics 3. Das wird spannend. Das wird spannend noch, ja. Spielzeit 1,23. Auf beiden Seiten, beide Corner besetzt, ja. Und alle Five Alive. Wahnsinn. Es fliegt jetzt einer rausgeflogen bei den Ballistics. Ballistics einer raus. Er hat es dann doch nicht geschafft, er wurde dann doch beim Break geschossen. Zwei raus, G2 bei den Ballistics. Kansas schön hinten eingebunkert. Ja, Das werden die nicht abgeben wollen. Und wir haben nur noch eine Minute. Und Ballistics befindet sich im Zugzwang. Warum sollte Kansas das? Wir haben nur noch eine Minute. Das kann Kansas ganz locker runterspielen. Da müssen sie sich nicht unter Druck setzen. Vor allem sie die Five Alive. Ja. Da muss jetzt von Ballistics was kommen. Ballistics, Dorito 1, aber auch nicht angekommen. Nicht angekommen. Alles klar, das ist nur noch einer jetzt. Ja. G4. Also entweder taulen die Ballistics jetzt, damit sie noch ein bisschen Zeit haben. Ja. Aber das wird schwierig. Na gut, dann hättest du ja stimmen, hättest du rechtzeitig taulen. Hätten rechtzeitig taulen müssen. Ja. Das ist Taul jetzt. Das war ein bisschen spät. Das hätten sie früher machen sollen. Das ist Punkt Kansas. Sag mal, hat der Bleib doch wie ein Eigenleben, oder? 5-3. Da hätten sie echt eher taumeln müssen. Da hätten sie noch ein bisschen Zeit gespart. Schade. Wir haben noch 25 Sekunden. Ja, 25 Sekunden. Jetzt noch? Das ist zu wenig. Nächstes Spiel. Und wir haben jetzt hier noch 1,32 für Mad Dogs und Hannover Redemption. Ja, das könnte Hannover eigentlich auch ruhig spielen. Ja, die haben jetzt 5 Punkte und Mad Dogs 2. Es fehlt ihnen jetzt auch nur noch dieser eine Punkt. Dann ist das Spiel auch vorüber. Na, allein das auszugleichen innerhalb von einer ja, Minute. Ja, das ist schon. Eine Minute 30. Jetzt hör doch mal auf. Er meint den Wind. Nee, ich meinte schon Kiki. So, das muss ich nochmal den Rest des Lebens machen. Ey, den hast du jetzt weg. Verdammt. 20 Sekunden. Ja, schade für die Mad Dogs. Dann gehen wir eigentlich in die Mad Dogs. Das ist mal eine Frage, die sollten wir vielleicht mal klären. Das ist jetzt der fünfte Block. Das ist jetzt der fünfte Block. Würde ja Sinn machen, danach die Mittagspause. So eine Minute irgendwas Spielzeit.
Alive bei Mad Dogs, Five Alive bei Redemption. Redemption, beide Tempel geladen, beide Mayas geladen. Und. Ich vergesse mal. Mad Dogs, jetzt Dorito 1 und Snake Corner. Immer noch Five Alive. Der Center-Spieler kommt gerade etwas unter Bedrängnis. 60 Sekunden. Das kann Hannover Redemption ganz, ganz locker runterspielen. Da kommt jetzt gerade nicht viel, ne? Nee, von den Mad Dogs. Festgefahren. Ja. Jetzt ist gerade das Wirbel besetzt worden von den Mad Dogs. Ja, aber die Hannoveraner wissen ganz genau, dass sie einfach nur hinten sitzen bleiben müssen. Was sie auch machen, wobei die Snake 1 ist jetzt geladen von den Redemption. Oh, G1 bei Hannover Redemption. Snake 1 ist geladen von Redemption, was der andere Mad Dog Player noch nicht mehr geschnitten hat. Doch jetzt. Snake 1, beide Seiten geladen. Oh, jetzt hat der Redemption. Und jetzt bekommt er lieber aus dem Weg. Ui. Was ist jetzt los? Da ist noch ein Mad Dog im Mini-W. Der kriegt das aber nicht mit. Oh! Jetzt. Oh, da hat er ihn. Ja. Game time finish! Das ist dann das die Runde. Das war der auf jeden Fall von Redemption. Das war der sich immer so gefreut hat. Das ist jetzt Punkt, nicht Punkt, das Game ist finished, aber das Spiel geht an Hannover Redemption. 5-2. Das war auch eben sehr schnell. Das war sehr schnell am Ende, ja. Erst war es eingefahren und dann war es plötzlich... Ziemlich viele geflogen gerade. Ja. Kansas gegen Ballistics. 22 Sekunden, ne? Das fehlt ihnen auf den letzten Punkt. 20 Sekunden gleich. 30 Sekunden noch. Und die Ballistik! Die Ballistik sofort wagen das Wege gedoppelt. Die gehen nach vorne. G1 Killzones. G3 Killzone. Was? Und noch ein Läufer. Der hat den auch auf dem Zettel. Da holt sich Ballistics den Punkt. Da holt sich und Ballistics noch den zwei Punkt. Zwei Sekunden Restspielzeit. Alter Schwede. Da haben wir mehrere Läufer gerade im Weg gehabt oder durchs Weg gehabt, die komplett alles abgeräumt haben. Ja. Ja, aber was die mit zwei Sekunden Restspielzeit werden sie da nicht mehr viel. Das schafft keiner von da nach da zu laufen. Ja, aber es ist jetzt Punktegleichstand, oder? Nee. Kansas hat 6